Ja, grüß euch und hallo, willkommen nochmal wieder bei Sinnes Hills nach einer doch etwas längeren Pause. Momentan fehlt es ein bisschen die Motivation. Ich glaube, da bin ich im Moment nicht ganz alleine. Trotzdem habe ich mir jetzt dazu durchgerungen. Ja, was heißt durchgerungen? Ich habe gedacht, jetzt muss ich mal wieder was machen, damit meine Abonnenten auch was zum Schauen haben, wieder mal von mir. Hier sehen wir gleich am Anfang 2001 Maniacs. Diesmal ist es eine DVD geworden. Wollte mir eigentlich die Blu-ray zulegen, ist aber ausverkauft gewesen und somit habe ich die sehr, sehr günstige DVD hier im schönen Pappschuber mit Prägedruck mir ausgesucht um knappe 6 Euro. Glaube ich, kann man nicht viel falsch machen. 2001 Maniacs, ein sehr, sehr amüsanter Film, der gleichzeitig natürlich auch ein Splatter-Vergnügen ist und Robert Englund spielt da diesen Südstaaten-Hauptmann oder was immer das da darstellen soll. 2001 Maniacs hat mich sehr gut unterhalten und wer den Film noch nicht kennt, der natürlich auch dieses Genre steht, sollte da unbedingt einmal zulangen. Das Bild der DVD ist entsprechend gut. Gehen wir jetzt gleich weiter. Da ist das Bild natürlich entsprechend besser. Das ist jetzt die Blu-ray vom Dusk Till Dawn im Zweierpack. Auch die Bonus-Scheibe hier kann man das nochmal auspacken. So schaut es ausgepackt aus. Die Bonus-Scheibe ist ebenfalls eine Blu-ray. Das finde ich sehr gut. Da sehen wir das jetzt noch einmal. Den Film, glaube ich, brauche ich wirklich nicht mehr vorstellen. Leute, die ihn kennen, lieben ihn. Leute, die ihn nicht kennen, die haben wahrscheinlich nicht den geringsten Schimmer, was ein guter Tarantino-Film ist. Auf jeden Fall, From Dusk Till Dawn auf Blu-ray ist wirklich eine Freude anzuschauen. Also der Transfer ist mehr als gelungen. Das Bild ist um einiges besser, also vieles besser als der DVD und ein Update lohnt sich definitiv. Habe ich mal beim Saturn mitgenommen um 14,90 ist ein fairer Preis, ist eine sehr schöne Veröffentlichung im Pappschuber. From Dusk Till Dawn, neu restauriert, neu abgetastet, einfach spitze. So, jetzt kommen wir zu etwas härterer Manie, Ilsa, die Trilogie. Ich weiß nicht, habe ich es das letzte Mal schon vorgestellt oder nicht? Wenn nicht, mache ich es jetzt. Wenn schon, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber das ist hier die 3-Disc Collector's Edition im 3D Metal Pack. So schaut es innen aus. Ich habe mir diesen Film ja schon, also diese Trilogie schon lange auf meiner Wunschliste gehabt. Und aber dieses 3D Metal Pack, das kostet immer noch zwischen 35 und 40 Euro. Das war mir einfach zu viel. Und jetzt habe ich da ein gutes Schnäppchen gemacht und habe mir diesen Film um 19 Euro geholt. Und bei 19 Euro sage ich ja, okay. Das sind immerhin drei Filme. Die Ilsa-Reihe ist so ein Women in Prison bzw. Frauen-Folterfilm. Der erste Film ist Ilsa She-Wolf auf die SS. Und dann der zweite Film ist die Haremswächterin des Scheichs und der dritte Film ist die Tigerin. Gesehen habe ich bis jetzt nur She-Wolf auf die SS. Die anderen zwei, die stehen noch aus, werden aber in Kürze folgen. Ich muss echt sagen, this is really crank. Das ist echt zach. Also da, das ist wirklich was für Hardcore-Fans. Also überhaupt der beste Teil dieser Trilogie soll ja She-Wolf auf die SS sein. Das glaube ich sofort, weil nachdem ich den gesehen habe, um Gottes Willen, das ist ja wirklich was. Finsterstes Bahnhofskino sollte eigentlich in meiner Bahnhofskino-Reihe vorstellen. Schönes 3D Metal Pack Hologramm. Motiv obendrauf, Ilsa die Trilogie. Wer sowas mag, da wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben, der kann sich das gerne anschauen. Apropos 3D-Hologramm-Cover, hier habe ich mir noch einmal in einer Aktion Drive Angry geholt, diesmal in der 3D-Fassung, auch mit dem Holo-Cover hier mit dem schönen Schuber. Den Film kennen ja auch die meisten, eine echte Trash-Perle. Ich mag Nicolas Cage entgegen aller Meinungen einfach gern. Ich liebe diesen Typ.
Auch wenn alle sagen, er braucht Geld, er macht in jedem Film mit. Ja, macht er natürlich, aber ich mag seine Filme trotzdem. Kannst mir jetzt verurteilen oder was weiß ich was, ich mag einfach seine Filme. Nicolas Cage ist ein dufter Junge und Drive Angry ist ein absolutes Feuerwerk an Action, Spaß und übertriebenem Acting, das ist gerade so racht in der Bude und die 3D-Fassung macht wirklich Spaß. Es stellt sich natürlich immer bei 3D-Filmen die Fragen, ob sich das lohnt. Man muss da irgendwie selber drauf kommen, ob das jetzt eine gute 3D-Umsetzung ist oder nicht. Das kann man meistens im Vornherein nicht sagen. Vielleicht sollte man ein bisschen googeln und da die Meinungen. Auf jeden Fall, diese 3D-Fassung ist einfach spaßig gemacht. Ich glaube, das ist ja auch der Sinn und der Zweck gewesen, das so zu machen. Gut, dann gehen wir weiter. Und dann haben wir da Almania Willkommen in Deutschland, auch ein sehr, sehr guter Film. Jetzt mal ganz was anderes als dieses Rumgesplättere da. Almania ist ein Film, der handelt von einer türkischen Familie, die nach Deutschland auswandert, da ein neues Leben aufbaut und so auf gewisse Probleme natürlich stößt. Und das wird immer mit Rückblicken erzählt, während sie auf einer Reise in die Türkei sind, kriegt man immer wieder diese Geschichte rückblickend erzählt, wie es dazu gekommen ist. Alemannia ist Almania, nicht Alemannia. Almania ist eine sehr nette Ausgabe. Hier sieht man also, man hat uns ein Wendecover spendiert und man hat uns einen kleinen Sprachführer spendiert mit den wichtigsten Sachen Deutsch-Türkisch, Türkisch-Deutsch von ausschnittsweise von Langenscheids Wörterbuch. Ja, also ich habe diesen Film wirklich sehr genossen, hat mir sehr gut gefallen, hat auch das Prädikat besonders wertvoll erhalten, ist unterhaltsam, ist spaßig und geht auch sehr ans Herz zum Schluss dann. Eine Empfehlung. Dann, naja, schon wieder Schluss mit Einfühlsam, jetzt wird wieder rumgesplättert, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Das Remake, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Remakes, absolut nicht da. Es gibt nicht allzu viele, die dem Original das Wasser reichen können, oder was heißt das Wasser reichen, nicht einmal annähernd ans Original kommen, aber dieser Film gefällt mir besser als das Original. Es könnt's mir jetzt dafür in der Luft zerreißen, aber sei es drum, es ist immer ein subjektiver Eindruck, jeder hat eine andere Meinung, jeder hat einen anderen Filmgeschmack. Wie gesagt, ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass Remakes nicht besser sind als das Original. Zu 99% stimmt es auch. In diesem Fall hat mich dieser Film von Michael Bay besser unterhalten als das Original, das ist ja auch schon 100.000 Mal vorgestellt worden, da ja jetzt das für Deutschland eben freigegeben wurde. Für Österreich ist es ja schon immer frei gewesen und ich habe da noch das alte Digi, wo einfach eine DVD weniger drinnen ist und auch das Booklet nicht vorhanden ist, was zwar sehr schade ist, aber ich werde es verschmerzen und werde es sicher nicht noch einmal kaufen. So gut war es dann auch nicht. Da haben wir auch, er hat uns ein Wendecover spendiert, wir sehen das innen drin und ein kleines ja, Booklet ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt so ein Informationsblatt über Darsteller und so weiter. Im Großen und Ganzen eine sehr gelungene Veröffentlichung auf Blu-ray sowieso um einiges besser als die damalige DVD, das kann sich jeder selber anschauen, da gibt es keine Frage. Sicher eine Empfehlung. Sicher einer der besten Remakes, die ich jemals gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommen zwar absolute Trash-Granaten auf euch zu. Ich sag's euch gleich. Jawohl. Hier ist der Shark Knight 3D. Ein Highlight. Bekommen in einer Amazon-Aktion, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, um 12,90 € zu haben. Für einen 3D-Film ist das ja allerweils nicht viel. Nur, jetzt ist halt die Frage, das habe ich auch davor schon gestellt, lohnt sich das überhaupt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Film selber ist natürlich, naja,
nicht wirklich das Gelbe vom Ei, das ist ja wohl klar. Ich meine, was will man sich da schon erwarten? Außerdem ist er ein absoluter Trittbrettfahrer des berühmten Piranha 3D, dem man auch nicht das Wasser reichen kann, natürlich nicht. Aber was man diesem Film zugute halten muss, ist unbedingt diese 3D-Version. Also wer das Equipment dazu hat und auf der Suche nach einem guten, gut umgesetzten 3D-Film ist, der sollte unbedingt Shark Night 3D sich besorgen, denn die 3D-Umsetzung ist wirklich super geworden. Also der ist besser als, ich weiß jetzt nicht, ob der Film im Original in 3D gedreht worden ist, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das jetzt nicht recherchiert habe, oder ob der im richtigen 3D gedreht wurde. Jedenfalls ein Piranha, war, dieses Piranha 3D war auf jeden Fall eine Nachbearbeitung. Und das war bei weitem nicht so gut vom Effekt her, als wir beim Shark Night. Der ist wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Auch die Haie wirken keinesfalls billig, sondern sehr professionell haben sie das gemacht. Das schaut alles ziemlich echt aus. Und gestochen scharf mit einer bombastischen Tiefenwirkung auf 3D, eine wirklich gelungene Umsetzung. Normalerweise sagt man ja immer, einen schlechten Film kann 3D auch nicht besser machen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. In dem Fall stimmt es. In dem Fall macht 3D aus einem schlechten Film einen besseren Film. Nicht den besten Film natürlich, aber einen besseren, weil 3D in diesem Film wirklich Spaß macht und wirklich sehr gut gelungen ist. Also immer die Frage, bin immer froh, wenn mir auch Leute irgendwelche Tipps geben, dass sie sagen von ja, lohnt sich da jetzt überhaupt eine 3D-Fassung davon oder nicht. Erstens war es ein billiger Preis, 12,90, kann man nichts falsch machen in 3D. Und Wendekamera hat das gute Stück auch. Und wie gesagt, die Aufnahmen sind wirklich phänomenal gut geraten. Der Film selber ist unterstes Drittel, würde ich jetzt einmal sagen. Aber für einen spaßigen Kinoabend oder Kinonachmittag ist das natürlich spitze. Wenn man sich das anschaut, wir schauen ja, wie es vielleicht wisst, auf der großen Bildwand mit 3 Meter Diagonale, lohnt sich natürlich ein 3D-Bild via Projektor natürlich absolut. Wie das auf dem Fernseher ausschaut mit der Meter Diagonale oder 1,20 Meter, das kann ich nicht beurteilen. Das ist auch wahrscheinlich zu klein für einen richtig guten 3D-Effekt. Für einen richtig guten 3D-Effekt braucht man unbedingt ein großes Bild, ein wirklich großes Bild. Und das ist jenseits der 1,5 oder 2 Meter. Also sollte schon eine gewisse Größe haben. Shark Night 3D hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen, obwohl viele den Film in der Luft zerrissen haben. So, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, das ist, oh Gott, Conan, geboren auf dem Schlachtfeld. Ja, dieser Wrestler oder was das einmal gewesen ist, keine Ahnung, wie der Mensch jetzt heißt. Naja, also, ich bin, also ich muss ehrlich sagen, Schwarzenegger Conan ist natürlich unerreicht. Ich habe mir gedacht, wir haben um einen Zehner mitgenommen, diesen Film, kann man nicht viel falsch machen, doch man kann schon was falsch machen. Vielleicht nicht viel, aber einiges. Also ich würde Conan, diese Version, würde ich wirklich nicht empfehlen. Ich habe mir das einmal angeschaut und das, glaub ich, es bleibt bei einmal, außer es wünschen sich ein paar Leute, dass ich diesen Film noch einmal vorführe. Dann sei Ihnen dieser Wunsch gewährt, andernfalls wird der wahrscheinlich in meinem Regal verstauben. Markus Nispel, überall wo Markus Nispel draufsteht, ist so mit Vorsicht zu genießen. Genauso, ich glaube, sein Remake war auch Freitag der 13., das war genauso ein Griff ins Klo. Das ist aber noch mehr ein Griff ins Klo eigentlich, weil ich bin die ganze Zeit bei dem Film gesessen und habe mir gedacht, um was geht es da überhaupt? Bin ich einfach zu blöd, der Handlung zu folgen, oder gibt es einfach keine? Ich glaube eher zweiteres ist der Fall, es gibt keine Handlung. Es ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Schlachtszenen und irgendwelchen, ja, jetzt müssen wir das tun, weil wir jetzt das machen müssen, weil. Na, den muss gleich weg. Braucht man nicht sowas. Dafür habe ich da jetzt einen schönen Dreierpack mir besorgt. Das war damals auch eine Aktion von Amazon. Diese Cine Project Blu-rays, 3 Stück für 27 Euro, also 9 Euro pro Blu-ray, finde ich, ist okay, kann man wirklich nichts verkehrt machen, vor allem wenn man sich die Filme aussuchen kann. Ausgesucht habe ich mir da jetzt als erstes Fluchtpunkt San Francisco, ein Update auf Blu-ray, habt ihr ja schon auf DVD, ein Update, das sich lohnt, Bildqualität sehr gut.
CD Projekt hat auch ein Wendecover spendiert. So schauen die Dinger innen aus. Mir gefällt es eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, dieses Design da. Es ist zwar vom Bild jetzt nicht mehr allzu viel zu sehen durch das Ganze, aber es geht. Es ist jetzt nicht. Es wird auch nicht gleich schlecht davon, sagen wir so. Fluchtpunkt San Francisco mit dem berühmten Dodge Challenger, den ja auch schon Tarantino in seinem Dead Proof hochlobte, beziehungsweise eine Hommage davon gemacht hat. Barry Newman als einsamer Fahrer quer durch die USA, der da allerhand zu bestehen hat und der bis auf diesen Schluss, den ich jetzt natürlich nicht spoilern will, selber anschauen, wer auf diese Grindhouse Car Exploitation Filme steht, wird mit Fluchtpunkt San Francisco gut beraten sein. Dann der zweite aus der Cine Project Reihe ist Wall Street, natürlich das Original bzw. der erste Teil, ich glaube von 1987, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, oder 86, Michael Douglas und Charlie Sheen und Daryl Hannah. Ich habe diesen Film von Oliver Stone wirklich sehr genossen. Ich kenne den natürlich, habe den damals auch im Kino gesehen. Den zweiten Teil, da habe ich mir einfach noch nicht das Herz gefasst, mir das anzuschauen, weil Michael Douglas kommt da wahrscheinlich nicht so oft vor, habe ich so durchgelesen und das war auch eher nix. Da bleiben wir lieber beim ersten Teil, auch da ein Wendecover, das heißt natürlich bei allen Cine Project Blu-rays ist ein Wendecover vorhanden. Wall Street, ein ausgezeichneter Film. Und zum Schluss von dieser Cine Project Reihe dann noch was fürs Herz und fürs Gemüt, Dead Man Walking, sein letzter Gang. Tim Robbins eindrucksvolle Verfilmung mit Susan Sarandon und Sean Penn als Todeskandidat. Wirklich, also wer da etwas näher am Wasser gebaut ist, der wird wahrscheinlich, werden die Dämme brechen. Es geht einfach um die Frage der Todesstrafe, gerechtfertigt oder nicht, und wie die Leute damit umgehen. Dieser Film ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ein großartiger Film, in dem Susan Sarandon eine Nonne spielt, die freiwillig eben diesen Todeskandidaten im Gefängnis besucht. Dead Man Walking. So. Jetzt ganz zum Schluss noch schnell, was wir da haben, ein kleiner Filmrückblick wieder mal im Wandel der Zeit. Film im Wandel der Zeit habe ich ja schon mal gehabt, Schatz, auf meinem Kanal. Diesmal geht es um Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, in allen möglichen Formaten. Da haben wir jetzt die zweiteilige Super 8 Filmfassung von Christiane F. Ich tue das mal so her, dass man das jetzt blendet ein bisschen, ja. So, glaube ich, ist es besser. Christiane F. Auf 2x110 Meter Rollen. Ich mache das jetzt einmal auf. Das ist jetzt auch schon öfter mal vorgestellt worden. Diese Super 8 Filmrollen. Davon habe ich ja eine ganze Menge. Sehr guter Film, gibt es überhaupt keine Frage. Diese Veröffentlichung stammt aus dem Jahre 1980. 81, Entschuldigung. 81. Ein sehr guter Zweiteiler. Momentan auch recht gesucht und recht selten. Das ist Christiane F. Auf Zelluloid, also auf richtigen Film. Dann haben wir noch Christiane F. Auf Videokassette, hier das Bavaria Eurovideo Tape davon. Mal so mal herlegen, dass man das auch so von der Ansicht an sieht. Ich glaube, eine Videokassette kennen eh die meisten, davon gehe ich mal aus. Das war eben die Videoveröffentlichung. Hier die Kassette. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf Video. Und dann Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf DVD. Das kennen jetzt wirklich alle, weil so lange ist das noch nicht her, beziehungsweise es gibt es eh noch. Dann die neue Veröffentlichung von Eurovideo Christiane F. auf Blu-ray. Eine Bildverbesserung lässt sich feststellen. Es ist jetzt nicht etwas, was einem vom Hocker haut, aber es ist zumindest besser digitalisiert, besser aufbereitet worden, restauriert worden, als die doch eher schlechte DVD. Von der Videokassette will ich ja gar nicht reden. Und über das Bild der Super 8-Fassung lasse ich sowieso nichts kämmern. So, gut. Das war's mal wieder, satte 20 Minuten. Ich habe mich eh kurz gefasst nach so einem langen Zeitpunkt.
Sinnesilzer, pfiat euch, danke fürs Einschauen, bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder weiter mit anderen Sachen. Danke, pfiat euch.